Jeder von euch, der bereits Godzilla Minus One im Kino betrachten konnte, wird sich doch hier und da wohl die ein oder andere Frage stellen. Ja, Godzilla Minus One ist wirklich einer dieser Filme, was mich sehr freut, der dir eben nicht alles aufs Brot schmiert, der auch von dir als Zuschauer verlangt, dass du vielleicht hier und da dir selber mal Gedanken über die ein oder andere Sache machen kannst. Unter anderem eben auch, warum ist Godzilla eigentlich da? Was will Godzilla eigentlich und wie können wir Godzilla im Endeffekt eigentlich einschätzen? Das wird uns im Film anhand von Musik suggeriert, von kleinen Details, die uns im Film mitgeteilt werden. Aber es wird uns eben nie ganz klar in die Kamera gesagt, pass auf, so und so ist das Ganze jetzt eben. Ich wette, ihr wart genauso verwundert wie der liebe Pandaman oder auch ich, als wir frisch aus dem Kino gekommen sind und uns gedacht haben, das Ende hat so einen bitteren Nachgeschmack. Und ja, dass ihr hier Bescheid wisst, es wird hier in diesem Video heftige Spoiler zur Story geben. Also wir gehen hier wirklich auf das gesamte Ende von Godzilla Minus One an. Wir besprechen hier alles, was zum Schluss passiert und gehen darauf ein, was denn das Ende für die Zukunft von Tohos möglichen Plänen oder vielleicht auch nicht bedeuten könnte. In diesem Sinne, ja, ab jetzt gibt's Spoiler und damit geht auch das Video los. In diesem Sinne, viel Spaß. Okay, lasst mich mal ganz kurz überlegen, wie viele verschiedene Varianten ich mir denn jetzt zusammengesponnen habe, was das Ende wirklich bedeuten könnte. Ich meine, ich komme auf 3 Stück, kann auch sein, dass ich am Ende jetzt auf 4 komme. Allerdings gibt es, glaube ich, 3 sehr relevante Varianten, die das Ende betreffen. Wir besprechen erstmal ganz kurz, was wir am Ende wirklich sehen. Nachdem wir ganze 2-mal mitbekommen haben, wie Godzilla einen wirklich heftigen Atomic Breath abballert, ich meine, im Endeffekt sehen wir ja den Atomic Breath an sich sogar noch öfter, aber 2-mal schlägt er wirklich mit einer vollen Wucht auf der Kinoleinwand ein. Und ich habe mich beim 3. schon wirklich drauf gefreut, okay, jetzt sehen wir erneut, wie der Atomic Breath durch die Schiffe hindurchjagt, als unsere Helden dann eben versuchen, mit Hilfe einer, ja, auch so ein bisschen fragwürdigen Idee, Godzilla wirklich das Handwerk zu legen. Godzilla holt also zum finalen Atomic Breath aus und dann sehen wir, wie unsere Hauptfigur es dennoch schafft, gerade kurz bevor Godzilla jetzt den Strahl ausstoßen will, mit einem Kamikaze-Flugzeug in den Kaiju reinzufliegen. Er fliegt ihm, glaube ich, sogar mitten ins Maul, auf jeden Fall voll ins Gesicht. Und Godzilla zerbricht kurz danach wie so eine Steinstatue in sich zusammen. Wir sehen zuvor noch ganz kurz, wie die bloße Energie des Atomic Breath quasi überall aus Godzillas Körper herauskommt und das Tier dann eben einfach in sich komplett zusammenfällt. Danach ist der Film erstmal fertig. Wir sehen noch ganz kurz, dass die auch so tot geglaubte Freundin oder, naja, die Love Interest unseres Hauptcharakters am Ende dann doch überlebt hat. Auch das ist mir am Anfang so ein bisschen komisch aufgestoßen, weil ich mir gedacht habe, komm, das hätte man doch jetzt einfach mal konsequent so lassen können. Im Endeffekt gibt es ja hier auch die Theorie, dass der ein oder andere hier davon ausgeht, dass die Love Interest unseres Helden eigentlich auch gestorben ist, nur unser Held ist ebenfalls gestorben und am Ende treffen sich beide irgendwie im Himmel wieder. Das kann man damit irgendwie belegen, dass der Raum am Ende ja sehr weiß ist. Ich halte von der Theorie gar nichts, weil der Raum ist einfach weiß, weil sie halt auch im Krankenhaus ist und das soll schon irgendwie so darstellen, dass sie das Ganze eben überlebt hat. Die drei, also diese Patchwork-Familie, die quasi gezwungenermaßen zusammenhalten muss und auch zusammengeführt wird, die soll am Ende ihr persönliches Happy End bekommen. Allerdings bekommen wir ganz zum Schluss dann auch den typischen kleinen Horror-Twist mit in die Geschichte rein. Und zwar sehen wir im allerletzten Shot noch einmal, wie Godzilla, der nur noch ein Häufchen ist, nur noch ein Klumpen ist, damit beginnt sich wieder zu regenerieren und zwar unter der Wasseroberfläche. Wir sehen also das, was wir auch im Film schon vorher gesehen haben. Ja, Godzilla kann sich hier im Film selbst regenerieren und scheinbar eben nahezu egal, wie stark seine Wunden sind, denn das Tier wurde eben, naja, komplett am Kopf verwundet. Das passiert aber öfter im Film, zum Teil eben auch mit diesen US-amerikanischen Minen. Nur ganz zum Schluss sehen wir eben dann auch, wie Godzilla eben, wie gesagt, mit der kompletten Energie des Atomic Breath in sich selbst zusammenbricht. Und das Tier scheint allerdings überlebt zu haben, denn der letzte Shot, bevor das Bild schwarz wird und die Endcredits zu sehen sind, ist der letzte Haufen von Godzilla, der eben anfängt, sich unter Wasser langsam wieder zu reproduzieren. Und wir quatschen jetzt mal darüber, was das jetzt bedeutet. Was heißt das am Ende? Wir gehen erstmal auf eine philosophische Antwort hinaus, denn der Pandaman und ich, wir haben uns bei unserem Kinobesuch die Frage gestellt, okay, was könnte denn jetzt Godzilla hier in diesem Kinofilm symbolisieren? Wir sind auf die Idee gekommen, uns darüber Gedanken zu machen,
weil Godzilla ja auch hin und wieder mal symbolisch für etwas steht oder eben auch Gegner von Godzilla. Als Beispiel, der allererste Godzilla-Film von 1954 hatte einen Godzilla, der die Angst vor Atomwaffen symbolisiert hat. Der Godzilla in Shin Godzilla sollte, meine ich, eine Klimakatastrophe symbolisieren und der Godzilla in Godzilla Minus One symbolisiert unserer Meinung nach die Kriegstraumata, quasi das Nichtverarbeiten von schlimmen Ereignissen, die immer wieder auftreten. Und das sehen wir auch im Film, dass Godzilla immer dann wieder zu erscheinen scheint, wenn eigentlich Situationen komplett ruhig sind. Das heißt, ihr müsst mal wirklich drauf achten. Wir bekommen Situationen, wo unsere Helden, unsere Familie ein schönes oder relativ schönes Leben in der Nachkriegszeit beginnen und dann passieren immer eigentlich sehr, sehr positive Dinge, die dann aber auf einmal ins Negative gerissen wird. Plötzlich taucht Godzilla wieder auf und zeitgleich bekommt dann auch unsere Hauptfigur immer wieder Kriegstraumata, die es eben zu verarbeiten gilt. Könnte also Godzilla in diesem Film das Kriegstrauma repräsentieren, dann würde das Ende tatsächlich auch auf philosophischer Seite Sinn ergeben. Im Endeffekt wäre das aber auch nicht mehr als genau das. Würde Godzilla das Kriegstrauma darstellen, könnte das Ende also bedeuten, dass so ein Kriegstrauma, dass die Erlebnisse, die in einem drin brodeln, nach den Erlebnissen, die eben auch unsere Helden hier haben, dass das nie wirklich weggeht. Und das Wiederheranwachsen des zerstörten Godzilla könnte also bedeuten, dass auch das Kriegstrauma unserer Hauptfigur langsam wieder hervorkommt. Denn im Film geht es ja auch schließlich immer wieder mal darum, dass unser männlicher Hauptcharakter mit diesem Kriegstrauma klar werden muss. Er muss diese Ängste bekämpfen. Zum Teil weiß er im Film ja nicht mal mehr selber, ob er überhaupt noch am Leben ist, ob er gerade in einer Nachwelt existiert oder ob er wirklich den Krieg überlebt hat. Da gibt es ja wirklich ganz krasse Szenen, wo er einfach Panikattacken bekommt, weil er nicht mehr unterscheiden kann, ob er jetzt gerade in einem Traum ist oder vielleicht sogar tot ist oder eben noch am Leben ist. Er schafft es dann zwar zum Schluss, sich mehr oder weniger zusammenzureißen und bekommt auch seinen Heldenauftritt, überlebt die ganze Geschichte aber und Godzilla, also das Kriegstrauma für diese Person, bricht in sich zusammen. Allerdings brodelt er unter der Oberfläche immer noch weiter. Das könnte eine rein sinnbildliche Bedeutung sein, dass wir am Ende eben sehen, wie dieser Haufen von Godzilla noch weiter existiert und eben wieder heranwächst, da eben auch die Angst und das Kriegstrauma für unseren Protagonisten ebenfalls wieder heranwächst. Variante Nummer 2 für dieses Ende könnte ganz simpel bedeuten, dass es gar keine Bedeutung hat. Das könnte tatsächlich im Endeffekt auch einfach nur heißen, dass man sich überlegt hat, hier noch einen kleinen Horroreffekt mit einzubauen, weil wer kennt es nicht in den ganzen Horrorfilmen. Jeder gute Horrorfilm endet doch irgendwie damit, dass die Situation eigentlich überlebt zu sein scheint und dann passiert nochmal irgendein kleiner Twist und der Horror geht quasi wieder weiter, aber der Film ist in dem Augenblick vorbei und wir sehen gar nicht mehr, was danach wirklich passiert. Es könnte ebenfalls so ein Ende sein, das überhaupt nicht auf irgendetwas Größeres oder etwas Fortgesetztes anspielt. Das glaube ich allerdings nicht. Und warum das so ist, dazu kommen wir jetzt. Die dritte Möglichkeit, die ich dir jetzt hier vorstellen möchte, basiert auf einer Aussage von Toho selbst. Denn die haben mal gemeint, sie wollen uns in Zukunft einen World of Gojira, also einen Welt von Godzilla-Plan erörtern. Was genau das ist, das haben sie gar nicht weiter erklärt. Allerdings hört sich das Ganze für mich sehr danach an, dass auch Toho vielleicht versucht, so eine Art von Universum aufzubauen. Ich halte Toho dafür allerdings zu clever und auch für, naja, dafür, dass sie eben ihr Godzilla zu sehr lieben, um einen lieblosen Kram, wie Hollywood es immer wieder mit Marvel oder auch Star Wars macht, daraus zu semmeln. Aber es hört sich ganz danach an, als hätte man hiermit eine Art von, naja, Welt von Godzilla plant. Hätte man hier quasi einen langjährigen Plan, was auch die Filme angeht. Das heißt, wir könnten möglicherweise davon ausgehen, dass Godzilla Minus One nicht einfach nur ein neuer Toho-Film ist, sondern dass Godzilla Minus One der erste Film einer neuen Ära ist. Wir kennen sie alle. Die Showa-Ära zum Beispiel von Godzilla, die gab es ja schon zuvor. Möglicherweise ist Godzilla Minus One der erste Teil der World of Gojira-Ära, die wir eben als nächstes bekommen. Und das glaube ich tatsächlich am allermeisten. Allerdings haben wir ja noch eine vierte Variante, was das Ende hier wirklich bedeuten könnte. Und da bin ich sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich mir, es könnte irgendwo sein, das würde sogar in diesen World of Gojira Plan mit reinpassen, wenn das so wäre. Allerdings weiß ich nicht, ob Toho das so mit einbauen könnte, denn es geht um folgende Frage. Ist es möglich, dass der Film Godzilla Minus One die Vorgeschichte zu Shin Godzilla ebnet oder eben ist?
Und die Antwort hierauf ist, ja, das würde irgendwo funktionieren, denn wir sehen ja ganz zum Schluss von Godzilla Minus One, dass Godzilla auch wirklich nur noch ein Klumpen an Schleim ist, der sich sehr langsam reproduzieren kann, der eben auch sehr tief unter der Wasseroberfläche herumdümpelt, wo auch selber im Film gesagt wird, dass Godzilla, wenn er erstmal den ganzen Druck des gesamten Wassers auf sich hat, eigentlich gar nicht mehr großartig überleben könnte. Was ist denn, wenn dieser Klumpen, dieser Haufen wirklich ewige Jahre braucht, um sich eben zu entwickeln aufgrund des hohen Drucks im Meer und dann letztendlich zu der Zelle wird, die wir auch in Shin Godzilla sehen, quasi zur allerersten Stufe von Shin Godzilla. Es ist eine Theorie, die habe ich dem Pandaman sogar direkt nach unserem Kinobesuch ausgesprochen. Das heißt, mir ist die Idee auch schon gekommen und aktuell im Internet sehe ich immer mehr Theorien, die ebenfalls darauf hinauslaufen. Das meiste sind aber einfach nur Gegenüberstellungen von Shin Godzilla und eben den Godzilla aus Godzilla Minus One, wo ich aber auch sage, ja, da könntest du aber einfach irgendwelche Godzillas nebeneinander spiegeln und das würde trotz allem irgendwie dann so passen. Oder auch wenn man die Steelbooks der, oder das geplante Steelbook, das Logo von Godzilla Minus One an das Steelbook von Shin Godzilla hinten dran setzt, dann bekommen wir quasi eine Weiterführung des Shin Godzilla Körpers. Also es gäbe so Zeichen und ich würde Toho hier auch zutrauen, dass die eben so clever sind und genau mit so einer Idee spielen würden. Allerdings wissen wir ja auch, dass es quasi eine Art von Shin-Universum gibt, zu dem aktuell, glaube ich, nur Shin Godzilla und Shin Ultraman gehören. Ich wüsste jetzt von keinem dritten Projekt. Und ich glaube auch, dass das so der Hintergrundplan war. Diese Shin-Universen sollen wohl irgendwie zusammengehören. Und ich schätze einfach mal, dass auch dass das World of Gojira, dass der große World of Gojira-Plan, dass das auch ein eigenes Universum für sich darstellen sollte. Meiner Meinung nach ist das hier, was wir mit Godzilla Minus One gesehen haben, der erste Teil dieses World of Gojira-Plans, den wir jetzt eben hier gesehen haben. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Denkst du ja, die Theorie, die ich auch für richtig halte, also die World of Gojira, das ist jetzt eben hier Teil 1, das könnte irgendwie stimmen. Sagst du vielleicht auch, nee, ich finde das mit Shin Godzilla sehr cool, oder sagst du, ey, ich glaube nicht, dass da irgendetwas dahinter steckt. Schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare unten rein und sag mir doch mal, vielleicht hast du auch noch andere Ideen, andere Theorien gelesen, was das Ende wirklich bedeuten könnte. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.